Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe von Nachgehakt Spezial. Heute mit einem sehr lieben Gast, die Monika Donner. Hallo Monika, schön, dass du da bist. Ja, danke. Hallo lieber Thorsten, ich freue mich sehr wieder, mit dir ein Gespräch führen zu dürfen. Ja, da habe ich mich auch drauf gefreut, denn ich habe nämlich dein zweites Buch gelesen. Das möchte ich hier mal hochhalten. Ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt. Zufällig steht es auch da. Ja, genau. Tiger in High Heels. Also erstmal muss ich sagen, Tiger in High Heels, als ich das erste Mal gehört habe, ich musste es ja auch gleich lesen und habe dann bislang jetzt jeden Abend, seitdem ich das habe, drin gelesen. Und ich muss sagen, was du da schreibst, fasziniert mich, weil es wirklich so ist, du durchleuchtest auf allen Ebenen dein Dasein. Ja, aber nur, wie du ja sicher schon mitgekriegt hast, nur als trojanisches Pferd. Im Endeffekt geht es um den Leser. Ja. Und ich biete mich sozusagen als Role Model an, wie habe ich mich da verwickelt, im Sinne von eingewickelt in soziale Rollen, Ego, seine Masken, warum und wie habe ich mich praktisch unterworfen gewissen gesellschaftlichen Regeln, wie ist man damit gegangen? Und ganz viel wichtiger, wie habe ich mich daraus entwickelt? Und ich denke, diese Entwicklung ist genau das, was wir seit Covid spätestens massiv vor Augen geführt bekommen. Es geht um die individuell gelebte Freiheit. Die wird dieser Agenda der völligen digitalen Unterdrückung der Menschheit das Genick brechen. Und da freue ich mich schon. Ich habe halt dieses Buch hier zumindest am Anfang gelesen. Ich bin noch nicht ganz durch, weil das sind 600 Seiten mal wieder, weil ich habe ja erst eins gelesen von dir mit 800 Seiten. Mann, das ist ja wirklich eine Ausdauer, die du da am Tag legst, dieses ganze Wissen da in ein Buch zu stecken. Und ich fand es halt wirklich sehr schlüssig dadurch, dass du das so aufgeteilt hast in deiner Jugend, ja, dann in deiner Kindheit, Jugend und nachher in den weiteren Perspektiven, also wie du dich selbst betrachtest, dass du dich mit dem Ego auseinandersetzt und natürlich auch mit dem männlichen und weiblichen Prinzip. Und das sind so Dinge, ich sag mal, wie bist du auf die Idee gekommen? Das Buch zu schreiben. Genau. Da war da eindeutig der Anlass, dass ein Herr Fratzinger, wie ich so gern sage, also der Ratzinger, ja, der vormalige Papst, wie der gegen starke Frauen, Lesben, Schwule, transidente Menschen ziemlich intensiv gewettert hat. Da man dachte, hey, du vertrittst der Kirche, die offiziell für die Nächstenliebe eintritt, und deren Gott ja angeblich Licht, Geist und Energie ist, Energie in allen Menschen ist und daher zumindest zweigeschlechtlich oder ungeschlechtlich sein müsste. Also was hast du für ein Problem mit Frauen und Transidenten und so weiter? Bis ich dann draufgekommen bin, hey, die Kirche hat bis jetzt entweder nicht begriffen, was ihr gar nicht begründet, Jesus hat keine Kirche gegründet, aber was ihr angebliches Vorbild, nämlich dieser Jesus, der anscheinend gescheite Dinge gesagt hat, die haben überhaupt nicht verstanden, was der gesagt hat. Und das haben wir genauer angeschaut. Und dann bin ich drauf gekommen, hey, da wurden Schriften verdreht, da wurde was missgedeutet. Man hat aus einem Menschen, er hat immer von sich als Menschen so angesprochen, der die Selbstbefreiung gelehrt hat, du sollst dich selbst befreien, du sollst wieder zum Kind werden, ja, zum Beispiel. Mhm. Niemand anderer kann das für dich machen, hat die Kirche die Lehre der Fremderlösung erfunden und aus Jesus, der gelehrt hat, dass der Gott, den uns im Alten Testament als Terrorfreak darstellen, hat die Kirche aus Jesus den Sohn von diesem Terrorfreak gemacht. Ja? Also von diesem
eher psychopathisch anmutenden Gott. Ja? Und das ist ungefähr so, wie wenn du und ich jetzt sagen würden, ja, der Robin Hood, der in Wirklichkeit den Reichen genommen hat, um es den Armen zu geben, also Robin Longstreet, das ist der Sohn, das einzige wahre Kind von Prinz John, vom Unterdrücker. Und da war mir klar, ui, das ist Sprengstoff. Ja? Und habe mir reintigert in die Bibel, habe mir reintigert auch in quantenphysikalische Aussagen. Also das, was Jesus und Buddha, war ja fast dieselbe Botschaft, nur in den anderen Kulturkreisen, was die beiden gesagt haben, ist quantenphysikalisch belegt. Und das ist gleichzeitig die Chance raus. Und du wirst es ja dann noch im zweiten Teil lesen, also im zweiten, im rückwärtigen Teil des Buchs, das ein bisschen schmäler ist dann. Wer profitiert davon, dass wir uns klein halten lassen? So, dass wir glauben, hey, wir sind nur dieses kleine Ego. Halt du sie klein, ich halt sie arm, so nach dem Motto. Ne? Das habe ich nämlich auch gelesen. Genau. Und ich fand die Beschreibung super, wie du da von Moses gesprochen hast, der da auf dem Berg ja, also seine 10 Gebote in die Hand bekam und dort eben viel Schabernack gemacht hat, so dass es von außen möglicherweise so aussah oder dass das tatsächlich einer ist, der als Astronaut als mit seinem UFO angeflogen kommt, ja. Also die Beschreibung, so, das musste ich wirklich schmunzeln und das hat mir echt einen schönen Abend beschert, muss ich sagen. Also, weil das liest sich wirklich sehr gut. Es freut mich, danke. Ich hoffe nur, dass die Zuseher jetzt nicht den Eindruck haben, dass mein Leben irgendwas mit Bibel zu tun hat, überhaupt nicht. Ja, sondern das ist die Hintergrundrecherche. Ich habe mich erst mit der Bibel näher befasst, als ich eben diese Ratzinger-Rede gehört habe. Die war Ende Weihnachten 2008, wenn ich mich richtig erinnere, wo er eben gewettert hat gegen verschiedene Minderheiten. Das tun ja alle, die unterdrücken wollen, die spalten. Und was tut man? Man schimpft oder hetzt gegen die, die in der Minderheit sind, damit die sogenannte Mehrheit sich gut fühlen kann. Ne? Und ich habe aber dann in den Hintergrundkapiteln eben psychologisch, spirituell, das ist ja schon gewesen bis zur Jugend, beleuchtet, was da in meinem Leben los war. Vorher ganz normal erzählt, so wie ich es erlebt habe. Und dann die verschiedensten Erklärungsmodelle. Ja? Und das wird von Psychologen durchaus auch Menschen empfohlen, die ein selbstbestimmtes Leben leben wollen. Auch jetzt während Covid steigt die Nachfrage nach diesem Buch. Und das ist mein erstes Buch, Digan Hales. Was ich die Corona-Diktatur geschrieben habe, das war wirklich ein Mega-Bestseller, haben sie dann die Leute gefragt, hey, wo nimmt die Power her? Wer ist es eigentlich? Ja? Und dann beschäftigen sie sich jetzt Gott sei Dank mit einem Buch, das ich als viel wichtiger erachte. Tegan Hiles ist das wichtigste Buch, das ich je geschrieben habe, weil da geht es um nur einen Menschen. Das ist der Mensch, der das Buch liest. Alles andere ist das Machwerk rundherum. Es geht nur zu erkennen, die Matrix, in der wir leben, das Unterdrückungssystem und nicht das System schlecht machen, sondern es geht nur darum, wie gehen wir damit um. Und diese Erkenntnis, Selbsterkenntnis, kann zur Selbstbefreiung führen und die Selbstbefreiung zur Selbstbestimmung. Und das ist der wesentliche Punkt. Und ich denke, dass leider, wir wirklich gegen niemanden schimpfen, um das geht es nicht, aber wir sollten uns bewusst sein, dass teilweise zumindest, Leitstream-Medien und alternative Medien irgendwie zwei Seiten einer Medaille sind. Die einen, gerade während Covid, zeigt ganz offensichtlich, dass die Leitmedien hier völlig versagt haben. Ja. Die Alternativmedien, danke, da habe ich auch mitgearbeitet mit Alternativmedien, sehr gute Arbeit gemacht, und was die Aufklärung betrifft. Aber die Antwort, die Lösung, bieten beide nicht an. Also, als ich mich das erste Mal mit deinem Buch beschäftigte, kam mir eine Frage wieder hoch. Wer bestimmt, was typisch männlich, wer bestimmt, was typisch weiblich ist? Ja, ich meine, es ist ja einfach so, dass jeder Mensch trägt ja geistig die Anteile auf jeden Fall erstmal mit sich mit. Auch Ja. physisch. Auch Auch physisch. Ja, physisch. Äh, natürlich. wer, wer, lief, wer liefert denn 23. Chromosomenpaar, ne, das Geschlechtschromosomenpaar? Männer haben zum
in etwa 50% den weiblichen Teil auch in sich drinnen, ja? Allein in den Spermien. Sonst gäbe es ja kein XX für Weibchen und XY ist der Junge, also das Y kommt immer vom Mann, aber es werden ja auch sehr viele Mädchen gezeugt, sogar mehr Mädchen als Jungs, wie wir wissen. Mehr als die Hälfte weltweit sind Jungs. Also muss der Mann, der geschlechtsreife Mann, zumindest mehr als die Hälfte versprüht haben oder auch in sich haben, das X, das dann die Mädchen kriegen, weil das andere X kommt ja von der Mutter. XX ist Mädchen und XY ist Junge. Und, das ist ja nicht nur psychologisch, auch physiologisch. Ja? Also das heißt, im ersten Kapitel hast du es drinnen über den embryonalen Zustand. Wenn etwas, also ich denke, dass nicht die Frau das komplexere Wesen ist, sondern der Mann. Die Biologie beweist es. Wenn was bei der Hormonrezeption nicht hinhaut, wird aus dem Embryo, der ursprünglich geschlechtsneutral ist, also so veranlagt ist, dass sich beide Geschlechter entwickeln können, wird der Embryo zum Weiblichen hin entwickelt, wenn das Testosteron nicht rezipiert wird, also angenommen wird. Und das heißt, wir haben beide Veranlagungen schon physiologisch, chemisch, hormonell in uns, ja? Und damit auch hundertprozentig psychologisch. Wer was anderes behauptet, der will wahrscheinlich spalten oder hat Probleme mit seinen eigenen weiblichen oder männlichen Anteilen. Das Thema ist nicht, was eine Frau tun darf oder ein Mann tun darf, von Menschen selbst aus, sondern was eine Gesellschaft, die ja im Industriezeitalter total versklavend worden ist und einkasteln, wie man in Österreich sagt, also in Kästchen hineinsteckend vorgegangen ist, die hat natürlich Wert drauf gelegt, dass die Geschlechtsspezifika, die äußere Ausdrucksform, aber auch Verhaltensweisen sich widerspiegeln, da besonders stark beschnitten werden. Also man hat ich sage nicht, dass es keinen Unterschied zwischen Mann und Frau gibt. Ganz im Gegenteil. Und auf Vorträgen und Seminaren sage ich mir, ich muss es wissen, dass es da Unterschiede gibt. Ja? Nur die sind erbsengroß, erbsengroß. Und werden dann aufblasen zu Heißluftballons. Und wenn es da reinstichst, kommt nur mehr heiße Luft raus. Es darf ein Mann darf sanft sein, eine Frau darf stark sein. Und die Natur zeigt uns ja, dass der Mensch, was die persönliche Ausdrucksweise betrifft, völlig konträr handelt. Schauen wir uns bitte in der Natur um. Wer ist in der Natur das Farbenprächtigere? Tier. Und der Mensch ist ja auch ein Tier. Das ist immer, also zu 99% das Männchen. Ja, natürlich. Denkt man an den Pfau mit dem schönen Rad, an den Gockelhahn, an den Erpel, an Fische, Vögel und so weiter. Der Löwe hat die Mähne. Ja? Sie ist völlig nackt. Also die Löwin. Und der Löwe liegt auch faul herum und jagt nur das schwere Tier, sonst machen die ganze Arbeit die Weibchen. Also weiß nicht, ob das beim Menschen so natürlich ist, was wir da alles aufführen. Könnte uns einmal zum Nachdenken bringen. Also in der Tat, also ich sag mal, ich bin ja gerne schaue mir gerne mal Filme an, so aus der Rokoko-Zeit. Und da ist mir eben aufgefallen, auch weil ich in verschiedenen Museen war, dass die Perücken trugen, dass die sich geschminkt haben. Das war en vogue, das war Leben. Alle haben das gemacht. Die Männer ganz besonders, die Frauen eher dezenter. Schau bei Naturvölkern, wer ist denn dort am meisten geschmückt? Die sogenannten Indianer, Nordamerika, brauchst du nur schauen. Wir haben den intensivsten Federschmuck. Kriegsbemalung, das ist männlich. Ja, das stimmt tatsächlich. Also, was ich mich dann auch gefragt habe, ist, du beschreibst zum Beispiel so die Erfahrung, die du selber gemacht hast. Und ich denke mal, das wird jeder gemacht haben, auch gerade so in deiner Jugend. So einmal dieses Mann. Fühlt sich genauso richtig, wie man gerade ist. Aber man hat dann natürlich auch mal den Hang zum Blödsinn machen, den Hang zur Unverantwortungslosigkeit, ja, also den Hang dazu, eben Dinge zu machen, die auch mal riskant sind und so, ja.
Aber dann hat man eben auch, und wo du das geschrieben hast, dass du, das fand ich auch super. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den Satz genau, da ging es um die erste Liebe. Du warst verliebt in jemanden und Ja. du wolltest den ersten Kuss von der Dame haben und den hat sie auch bekommen, aber nicht von dir. Und da musste ich lachen, weil Ähnliches ist mir auch passiert. Ja, also. Und man sieht sich tatsächlich widergespiegelt. Das heißt also, es ist nicht, es ist deine Lebensgeschichte, also ein Teil deines Lebens hast du dort eben reingeschrieben, aber man fühlt, je nachdem, welcher Lebensabschnitt das gerade ist, fühlt man sich verbunden beim Lesen, weil man das ähnlich auch miterleben durfte. Das freut mich, dass es bei dir so ist. Ich kriege auch sonst die Rückmeldungen gehen genau in die Richtung, die anderen, weil ich mir einfach kein Blatt vor den Mund genommen habe und alles, auch Sexualität, so beschrieben habe, wie ich es wahrgenommen habe, so wie ich es erlebt habe, haargenau so. Manches musste ich mir aus der Meditation sozusagen wieder hervorholen, weil das irgendwo weit, weit weg war. Aber es geht ja auch um den Entwicklungsweg eines Menschen. Es geht doch auch zu erklären, ab welchem Zeitpunkt ordnet man sich praktisch freiwillig gewissen elterlichen, schulischen, gesellschaftlichen Prinzipien unter, um gemocht zu werden, um geliebt zu werden und verschüttet dabei das Allerwichtigste, freiwillig sozusagen, nämlich das Sein im Hier und Jetzt. Ja, Und sich seine. selber vor allen Dingen. Man verleugnet sich ja selber, obwohl man dann ja so gar nicht ist. Naja, das meine ich damit, weil je mehr du dich nach einem äußeren Bild, wo du denkst oder wo dir gesagt wird, wie du sein sollst, orientierst, bist du nicht mehr bei dir und dann bist du nicht mehr im Hier und Jetzt. Und genau das ist das Spirituellste laut Buddha und Jesus und vielen anderen Lehrern, und sie haben recht, und auch gemäß der Quantenphysik. Es gibt ja nur das Hier und Jetzt, es gibt nichts anderes. Die Vergangenheit ist vorbei und die Zukunft wissen wir nie, wie sie sein wird. Die einzige Realität ist jetzt, nämlich genau jetzt und jetzt wieder jetzt, wo ich es gerade ausspreche, jetzt, 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 jetzt. Alles andere sind nur Projektionen dieses Hirnkastels in der Zukunft, von der wir nicht wissen, ob sie kommen wird und wie sie kommen wird. Das ist ein. Und wenn Menschen nicht in diesem Hier und Jetzt sind und nicht präsent sind, dann spüren sie auch nicht ihre Kraft. Und dann passiert was? Dann passiert das, was wir als Kinder uns aus Liebe zu anderen angeeignet haben, von uns als Ich zu sprechen. Das Kind Ja. spricht in etwa bis zum dritten Lebensjahr so ungefähr von sich in der dritten Person. Ja, wie, aha, das ist der Name, den mir andere geben, also spreche ich auch von mir so. Und dann kommt die Identifikation mit dem Ich. Und dann beginnt es. Dann beginnt es, dass du immer mehr aus dem Hier und Jetzt herausgerissen wirst. Oder dich hinausreißen lässt. Dann sagen sie dir, du sollst nicht ins Narrenkastel schauen, wie man in Österreich sagt, im Schulunterricht. Also sie verurteilen es, dass du deine eigenen inneren Bilder hast, dass du im Hier und Sei Jetzt. wie die Kinder, fällt mir da gerade ein. Ne? Ja, Sei wie, und ich habe genau. nie, nie gewusst, was das bedeutet. Wie die Ja, Kinder also sein. wie die Kinder sein. Ja, ich Das wollte bedeutet. immer erwachsen sein, aber bin es dann doch nicht geworden. Oh ja. Ja, also weil, naja, wie soll ich das sagen? Wenn man erwachsen ist, also ich habe das so empfunden, ja. Also in deiner Jugend gab es viele Sachen, die natürlich verboten waren, die du nicht durftest, ja, und das durften ja nur die Erwachsenen, aber ich wollte aber auch dazugehören, ne? Ich wollte auch da rein. Und wo ich dann erwachsen war und dann eigentlich gemerkt habe, das ist ja doch gar nicht so schön alles, wollte ich wieder Kind sein. Ja, und auch heute noch, und ich erwische mich dabei ja auch, ich sag mal, gut, meine Kinder haben jetzt nicht Be Spielzeug und das alles bekommen, ja, weil sie selber basteln, aber ich bastel mit denen zusammen und das macht mir Freude. Das macht mir einfach ja, ich sag mal, andere sagen dann, ey, Thorsten, du bist zu weich, du musst mal ein bisschen durchgreifen oder so. Ich sage, wo steht das geschrieben? Ja. Ich muss so sein, dass meine Kinder eine Kindheit haben dürfen. Anders vielleicht, als ich das in Erinnerung hatte. Ja. Wunderschön, das finde ich toll von dir, dass du das so machst. Hast du gewusst, dass es gibt ja im Neuen Testament vier Evangelien, ne? Und die über das Leben von Jesus ziemlich authentisch angeblich berichten. Jesus hat ja von sich aus nichts geschrieben. Und
drei Evangelien von diesen vier berichten, Jesus habe gesagt, dass wenn du wieder, also wenn du im Paradies sein willst, in dieser Welt da jetzt gerade, dann sollst du sein wieder wie ein Kind. Und bei einem Vers hält er sogar ein Baby im Arm. Und die korrekte Übersetzung aus der masoretischen Schrift ist nicht nur Kind, sondern auch Spielendes. Ja? Also ein spielendes Menschlein. Weil du beim Spiel oder wenn du gestillt wirst, vollkommen versorgt bist und im Hier und Jetzt bist. Du bist da, du bist präsent. Um das geht's, das macht das Spiel aus. Und ich denke, dass es deswegen so viele, gerade in der Kirche auch, so viele Missbräuche gegenüber Kindern gibt, weil hier geistig verstümmelte Erwachsene sind, die irgendwie neidisch sind auf die echten Kinder, weil sie in sich ein gekränktes, beleidigtes, angekettetes oder sonst was Kind haben, das nie wirklich Kind sein durfte, voll im Hier und Jetzt zu sein. Und das ist... Das denke ich auch, ja. Also vielleicht ein starker Triebfeder in der gesamten Gesellschaft, dass wir uns bewerten, verurteilen gegenseitig. Und im Endeffekt hat jeder Sehnsucht danach, ein kompletter Mensch zu sein. Körper, Geist, Seele, Einheit, was du als Kind bist, aber noch unbewusst. Und das Liebe, wie wir schon gesagt haben, zu anderen, nimmt man etwas an aus dem Erwachsenenleben, was ja auch Vorteile hat, keine Frage, aber viel auch von dem verschüttet, was das Kindsein ausmacht. Und wenn wir bedenken, dass gerade in Industrienationen, in den westlichen und vor allem den sogenannten weißen Rassen, den ja wir auch angehören, aber auch viel Blödsinn passiert, insbesondere, dass es gerade die Weißen sind, die sogenannten Weißen sind, die Hellhäutigen sind, die in Nordamerika zuerst die indigene Bevölkerung, also die Indianer, stolze Krieger, ausgerottet und in Reservate gesteckt haben, die überlebt haben und unter menschenunwürdigen Bedingungen. Und das sind und dann dunkelhäutige Menschen aus Afrika importieren, sie als Sklaven benutzen, also Menschen, die erdiger sind, mehr im Einklang mit der Natur leben und beide, und insbesondere die sogenannten Indianer, also die Natives First Nation, sind ja die, die zum Beispiel die Dakotas, ja, oder die Cherokee, die ihre, gibt es ja über 500 oder 600 Stämme, dass zum Beispiel die Cherokee ihre Kinder gezielt fördern, wenn sie merken, dass Kinder der Veranlagung einmal Priester unter Anführungszeichen, also Schamane zu werden, und dass sie merken, das Kind will das, dann wird das Kind gefördert von der Ernährung bis zum sozialen Aufwachsen, um bestmöglich in diese Rolle hineinzuwachsen. Den Kindern werden Namen gegeben, die ihrem Charakter entsprechen und nicht die aus irgendeiner Liste stammen, was es denn für mögliche Namen gibt, sondern da geht es schon um Charaktereigenschaften. Ja. Also man merkt, der Umgang der Natives, der Eingeborenen sozusagen, wie nennen wir es, der Urbevölkerung dieser Erde, die im Einklang mit der Natur leben, ist gut zu Kindern. Und gleichsam ist das, was verwirrte, weiße, sogenannte Zivilisierte machen, nicht immer das Beste für die Kinder, sondern oft sogar das Schlimmste. Ja. Und gleichzeitig gehen sie auch mit diesen Völkern nicht gerade gut um. Also es zeigt hier, ist offensichtlich eine Verletzung, eine Entfremdung des Menschen von sich selbst geschehen. Und wir haben aber immer, zu jeder Sekunde, auch jetzt, jeder Mensch die Chance, in sich das wahre Selbst hervorzuholen. Und das hat was mit dem inneren Kind zu tun. Nicht nur, aber auch. Da muss ich sagen, das habe ich natürlich schon gehört, also das sogenannte innere Kind. Ich muss sagen, ich habe mich da noch nicht so mit beschäftigt. Aber ich höre das immer wieder, das innere Kind, ja, du musst deinen Frieden mit deinem inneren Kind machen, sozusagen. Muss man? Liest man in den einen oder anderen Buch oder hört man eben von anderen, die da nähere Erfahrungen haben. Und ich sage, es gibt
einen großen Thorsten und es gibt einen kleinen Thorsten. Und der kleine Thorsten ist verspielt, der möchte halt sich auch im Gras toben. Ja, ich gerade jetzt auch so, keine Ahnung, ich kann an keinem See vorbei, der sauber ist, wo ich nicht reinspringen möchte. Ja, einfach so, weil Gib mal das den bin ich. Thorsten. Und ich springe auch mit Klamotten, wenn es sein muss. Ja. Ja, weil ich habe immer ein Handtuch im Auto, ja, so dass ich dann zur Not. Aber ich sag mal, Was passiert denn dann? Was passiert denn dann, wenn da. ich fühle mich frei. Ich fühle mich wirklich frei, wenn ich dann, also einfach so, weil es schön ist, weil es mir gefällt, einfach rein da und ich fühle mich wirklich frei. Ja, wovon bist du frei? Von allem. Ich Ja. kann dir das nicht beschreiben. Das ist Oh plötzlich ja, oh ja, so. das, oh ja, das kannst du. Als habe ich, Du kannst es, bin genau, ich, ja. beschreib. Ja, beschreibst. Also hast du? Also bin ich frei. Ja, das ist so, als hätte ich, als Ach was? so, ja, das ist so, als hätte ich alle Last abgelegt Mhm. und ich bin ich. Genau. Ich bin einfach, ich bin spontan, verrückt. Genau. Du bist eins mit allem und das heißt, du bist im Ja. Hier und Jetzt. Oh, ich habe. Du bist voll präsent im Hier und Jetzt. Welche Last ist denn weg? Ja, die Last einfach, die Verantwortung zu tragen. Ich denke immer, dass ich die Verantwortung tragen muss für alles und dass ich da und dass ich eben ja auch meinen Kindern gegenüber natürlich die Verantwortung trage. Ich muss sie beschützen, ich muss sie Ja. behüten. Ja, also das was ja. Aber der kleine Thorsten, der sagt sich immer: Jetzt lass doch den Großen mal in Ruhe. Jetzt mach doch einfach mal das, was dir Spaß macht, was Genau. dir Freude macht. Und das sind so die befreienden Momente, die ich einfach brauche. Ja, ich brauche die. Das mache ich auch immer, wenn ich dann unterwegs bin irgendwo. Ich bin jetzt das eine Mal in Bayern irgendwo unterwegs gewesen. Da gibt es den Chiemsee, der ist, glaube ich, immer etwas wärmer oder so. Ja, da habe ich gedacht, naja, Vortrag ist morgen, egal, also Attacke rein da. Ja, und das war sogar so, dass dann auch die Polizei anwesend war, weil da durfte man nämlich nicht baden. Ja, okay. Ich sag, mir war danach, ja. Also gut, das war ein kleines Bußgeld, aber das war es mir wert. Das ist gut Ja. so. Ich habe das was Ähnliches erlebt vor kurzem. Das war letzte Woche am Dienstag im Farkasee, also in Kärnten, Fark mit 2 A am See. 2 oder 3 Stunden bevor das Seminar begonnen hat, wo es um Freiheit geht. Das Seminar ist frei heute, ja. Also du kannst heute schon frei sein, weil du es innerlich schon bist. Und Untertitel ist Tiger zieht den Schafspelz aus. Und ich hatte Lust, es hat geregnet, ja, und die trotzdem mit der Eventmanagerin vom Westen, sie ist übrigens, glaube ich, habe sie schon mal erzählt, von 4 Indianerstämmen adoptiert, die weiß, was Freiheitskampf bedeutet. Ja. Die Sabine und die fahren zum See runter. Und sie hat sie fast 1 Stunde ziemlich gesorgt, weil es war kein Strömen da, aber doch ein bisschen stärkerer Regen, bin ich 2 Kilometer geschwommen und zwar bis zur Insel am See, dort kurz verweilt und dann wieder zurück. Und ich habe gesagt, puh, was ist, wenn da jetzt was passiert? Ja? Das haben wir auch kurz gedacht. Ich war 4 Jahre nicht mehr so lange schwimmen. Ich bin Kraftsportlerin, ich habe gute Kondition vom Radfahren und vom Laufen, aber du. Niemand ist mit, ich werde jetzt 51, ja, niemand ist gefeit davor, einmal was zu erleiden, ja und? Dann ist er aus. Ich habe keine Angst vor dem Tod. Ja. Und die Geschichte ist, dass ich mich dann auch total frei gefühlt habe. Und das ist sofort, viel früher als sonst im Seminar, auf die anderen Seminarteilnehmer, wenn ich sagen, ja, doch, hat ausgestrahlt. Sie haben es gemerkt. Es war eine andere Atmosphäre im Raum von Du Beginn an. kehrst dein Inneres nach außen und das strahlst auch aus. Und das ist wahrscheinlich auch damit gemeint, wenn man sagt, so wie innen, so wie außen, so wie oben, so wie unten. Also, ne? Ja.
Ja. Ja, das merke ich auch. Also ich kann völlig entspannen und es ist mir erstmal egal, was auch ist. Natürlich ist es so, dass ich schwimme jetzt nicht 6 Kilometer. Ich muss nur planschen. Ich muss nur planschen, ja. Also mich bewegen und so, weil Natur war immer mein Ding. Und wenn ich so überlege, also ich kann mich erinnern, da war ich ja natürlich noch Kind, 3 oder 4 Jahre alt. Und da war es eben tatsächlich so, dass du, wenn es denn warm war, da gab es keine Badehose oder sowas, ja, rein da und fertig, ja, so dieses Natürliche. Ja. Und da gab es keine Gaffer oder sowas. Und da hat man Ja. Spaß gehabt, da hat man im Matsch gespielt und solche Sachen gemacht. Naja, Sandburgen baue ich heute noch, ja. Aber so diese Unbeschwertheit. Und das ist das, wo ich in solchen Situationen mir eben das wiederholen kann, ne? Genau, also aber eine Möglichkeit von vielen, ne? Ja. Du assoziierst das mit dem inneren kleinen Thorsten als Kind und dem Äußeren der Erwachsene. Im Endeffekt steht aber das Kindsein für nichts anderes als das Sein im Hier und Jetzt. Das kannst du auch in der Meditation, beim Sport, beim Sex, bei der Kunst, bei F Musik, gute Musik, wie auch immer. Da gibt es die verschiedensten Methoden dazu. Und letztlich geht es auch nicht um die Methode, sondern nur um das Gefühl dabei. Und weil du gesagt hast, oben und unten und außen und innen das eins zu machen, genau das soll auch der schon viel zitierte Jesus gesagt haben. Er beschreibt nämlich in einem Vers, der natürlich nicht in der Bibel steht, aber noch in einer viel besseren Schrift, weil sie nicht verfälscht wurde, nämlich im Thomas-Evangelium. Da steht im Vers 22, wie du wieder zum Kind wirst. Das ist haargenau beschrieben, eine Anleitung für den Menschen, wie er wieder zum Kind werden kann. Du sollst das Oben zum Unten, das Unten zum Oben, das Innen zum Außen und das Außen zum Innen machen. Also die Gegensätze aufheben. Und jetzt bitte festhalten, Einstiegsthema, du sollst auch das Weibliche und das Männliche in dir zu einer Sache machen. Also geht es darum, Eigenschaften, die Gesellschaft dem Männlichen und dem Weiblichen zuordnet, praktisch, wie man sagen, diktatorisch fast schon. Ja. Mann muss so sein, Frau muss so sein. Männer beide nicht und Frauen schon. Beide haben Tränendrüsen, wenn wir wissen. Es geht jetzt nicht darum, dass man, also ich denke nicht, dass die Kernbotschaft ist, dass wir uns jetzt Windeln anziehen sollen und so, um den Schnuller herumlaufen oder dass wir uns geschlechtsanpassend operieren lassen oder solche Dinge. Nein, es scheint darum zu gehen, dass wir einfach die Eigenschaften, die Fähigkeiten, die Mann und Frau haben, in sich genau so zusammenstellen, wie unser inneres Selbst, das unser wahres Selbst das braucht. Und dann bist du nicht mehr abhängig von Role Models, von Beispielen im Außen. Dann hast du die Möglichkeit, so zu sein, wie du wirklich bist. Und wenn du nicht mehr orientierst nach anderen, dann hast du da keine Angst vor einer Zukunft, wie zum Beispiel, was könnten die anderen von mir denken? Dann bist wieder ein Stückchen näher im Hier und Jetzt. Und genau das wird von einem Menschen beschrieben, der von der Kirche dazu missbraucht wird, gegen starke Frauen, gegen Lesben, Schwule und was weiß ich was, gegen Transidente zu wettern. Also das ist doch genau das Gegenteil, was dieser Jesus gesagt hat, zu dem, was die Kirche oft, nicht alle, die Kirche ist ja nicht schlecht an sich, sondern ich glaube eher, die Köpfe sind ein bisschen verwirrt, die Oberen, was die da so wollen. Und die wollen eben teilen und herrschen. Und genau Teilen das, und herrschen. genau. Genau so ist es. Und genau das hat dieser Jesus, so wie von ihm berichtet wird, nicht getan. Also ich muss sagen, weil du das ja immer wieder ansprichst, also mit der Kirche habe ich mich nie identifizieren können. Also ich habe mich schon zwar quasi für Architektur also interessiert und habe mir das dann mal angeguckt und so, aber ich habe dann immer, wenn ich da war, also diese ganzen Götzen, Statuen und sowas, also alles war so kalt. Und ich dachte, es ist Liebe, ja? Ja, genau, sowas. R2D2, ja, kenne ich aus meiner Jugend. Genau. Der Jünger,
Der jünger R2D2. Okay, ja. Ja, und dabei habe ich dann immer gedacht, Mensch, also du bist ja ein Teil Gottes. Und ich sage immer, du wirst an dem gemessen, was du für Taten lieferst. Ja. Ja, und ich sag mal, ich habe bislang nie irgendwelche Probleme gehabt. Das liegt aber auch daran, dass ich eben, ja, ich bin halt eben ein bisschen anders und ein bisschen tricky manchmal in vielen Sachen. Aber ich sag mal, ich kenne zum Beispiel einen auf St. Pauli, den Namen soll ich jetzt nicht nennen, aber da kenne ich zum Beispiel jemanden, der macht so diese Travestie-Geschichten. Ja? Mhm. Und ich seh mir sowas gerne an. Mhm. Warum? Einmal, weil es witzig ist, na klar. Es ist eine gute Unterhaltung, ja. Und es gehört viel Mut, dieses auch zu tun. Und das Kurioseste ist, und das fand ich so witzig, ich sage, du entsprichst überhaupt nicht dem Klischee. Ich sage, du hast zwei Kinder, du gehst ganz normal arbeiten, kümmerst dich um deine Familie, hast eine Frau zu Hause und das ist so dein Ausgleich. Ja? Und da habe ich gesagt, du bist gar nicht so das, was man unter Travestie versteht. Eben bislang, also damals war ich noch so engstirnig, habe immer gedacht, also jemand, der Travestie macht, der muss schwul sein, der muss, so man hat in dieses Schubladendenken gedenkt. Dabei ist das ein Ausdruck seiner Liebe vielleicht an die Schöpfung, wenn man sich eben wieder Kind ist, ja. Ist es nicht bezeichnend, dass andauernd, wenn von Travestie und Transvestiten ist ja ein Unterschied, ja? Ja, ja, na klar. Und Transsexuelle sind die, so wie ich, also ich habe eine transsexuelle Vergangenheit, Personenstand weiblich, natürlich für die Zuschauer, dass sie das verstehen, aber es gibt ja auch Menschen, die das dauernd wechseln. Ja? Und so wie diese Tessa zum Beispiel, soweit ich das mitgekriegt habe von den Grünen, ja, die übrigens gegen die Impfpflicht ist, also, finde ich schon mal mutig und gut, in dem Fall zumindest. Ist es nicht auffällig, dass man von Transvestiten die Rede ist, dass permanent das Bild in den Köpfen besteht von einem Mann, der als Frau geht, aber kaum umgekehrt, obwohl es umgekehrt genauso viele gibt, nur die fallen nicht auf, weil Frau sich so geben kann, wie sie will. Und wenn sie sich männlich unter Anführungszeichen gibt, dann gilt es sogar ein bisschen als, ich würde mal sagen, wie ein kleiner Aufstieg in der Gesellschaft. Also was bedeutet das? Mm. Wir haben immer noch nicht die Gleichberechtigung. Nee, also, natürlich nicht. Also sonst könnten ja beide genau das tun, was ihnen liegt. Und dann wäre das überhaupt kein Thema. Warum braucht man für das einen Begriff? Weil sie der irgendwie gibt oder anzieht. Warum heißt das einfach Mensch? Wen interessiert das halt noch? 21. Jahrhundert. Ja? Ich finde das spannend. Ja. Ja, ich meine, da fällt mir gerade ein, weil du das Wort Transvestit in den Mund genommen hast, Rocky Horror Picture Show. Ja, ist cool. Ja, ja. Ich fand das cool. Ich fand das cool. Aber ich glaube, daher kommt das. Und ich weiß nicht, wie das früher war, zum Beispiel Queen, die Gruppe Freddy, Queen. Freddie, ja. Ja, Freddie Mercury, glaube ich, ne? Mercury, ja. Ja, genau. Klasse Sänger. Ich habe Freunde unterschiedlicher Couleur, ja. Ich sag du, es ist deine Sache, was du tust und machst. Mhm. Solange wir auf Augenhöhe miteinander uns austauschen können, solange du mich nicht zwingst, irgendwas zu tun, was ich nicht machen möchte, und ich dich nicht, und wir uns wirklich auf Augenhöhe, dann können wir alles miteinander machen. Und das funktioniert sehr gut, muss ich genau, sagen. Genau, und es darf aber nicht passieren, aus meiner Sicht, dass eine sogenannte Minderheit, wie insbesondere Lesben und Schwule oder diese LGBT-Bewegung, ich kann das ja gar nicht mehr hören, weil ich gehöre keiner Bewegung an, mir interessiert das alles nicht. Ja. Dass eine Bewegung, eine kleine Bewegung, der Mehrheit jetzt diktiert, dass es Gendern, ja, und dass es Älter 1 und Älter 2 heißt, obwohl es Vater und Mutter heißt. Und sollen halt sie halt Mutter und Vater und Vater sein, wo ist das Problem? Mhm.
Jetzt gibt es Behörden schon, soweit ich gehört habe, in Deutschland, wo du dich einträgst als Eltern 1 und Eltern 2. Man, wie gestört ist denn das bitte? Und dann verstehe, wenn die sogenannte heteronormative Mehrheit, ja, oder die heterosexuelle oder Geschlechts mit sich zufriedene Mehrheit, was jetzt durchwegs berechtigt ist, dann sagt, hey, ich will aber nicht, dass mir eine Minderheit diktiert, was jetzt das neue Normal ist. Ja? Das geht nicht. Und das führt dann wieder zur Spaltung. Es geht so weit, dass jetzt gerade in Österreich ein Teil der Demonstrationsbewegung, der Organisatoren sich spalten, weil ein Organisator, ich möchte den Namen nicht nennen, der ist jetzt offenbar gerade durchgeknallt, der wittert jetzt indirekt gegen LGBT. Natürlich, weil das einer neuen Weltordnungsagenda unterordnet, ja, völliger Blödsinn. Natürlich werden die teilweise missbraucht, als Opfer instrumentalisiert. Aber was wird denn passieren? Die Mainstream-Medien werden berichten, oh, die Demonstranten sind nicht nur rechtsextrem und Neonazis, jetzt sind sie auch Lesben, Schwulen und Transgender-Hasser. Und das wird das völlige Ende der sogenannten Widerstandsbewegung sein, wenn das jetzt so vollzogen wird. Und ja, Ja, das ist. sie suchen ja immer neue Feindbilder. Ja, natürlich. Ich sag mal, wenn das ist ja hier auch nicht anders wie in Österreich, ja. Hier springt die Politik auf jeden Zug auf, der ihnen nützt, eben eine Minderheit eben nach vorne zu drücken. Ja, Ja, genau. und ich sag ganz einfach: erstmal geht es um den Menschen. Genau. Ja, der Mensch ist an erster Stelle und nicht irgendwelche Minderheiten. Und ich sage einfach mal so, ich vergleiche mich sehr, sehr gern mit den Natives. Warum? Weil wir sind die Natives Europas, wenn man so will. Ja. Ja, kann man so sagen. Ja, Kann genau. man so sagen. Und ich sag mal, ich habe doch ein Anrecht, hier sein zu dürfen. Ich habe doch ein Anrecht, hier eine Heimat zu haben, nicht nur, weil meine Vorfahren hier schon lange dieses Stück Erde bebaut haben, sondern einfach aus dem Kontext heraus, dass hier, ja, wie soll ich das sagen? Also ich fühle mich dieser Heimat hier verbunden, ja, Ja, ja. und ich hege und pflege und achte die Natur, wo ich kann. Ja. Bei mir muss der Müllwagen nicht dreimal die Woche kommen und irgendwas entfernen oder sowas, weil ich kaufe bewusst die Dinge ein, die keine Verpackung haben, ja, solche Geschichten. Oder eben vieles im Rahmen des Eigenbaus, ja, also Eigenanbaus, so. Ja, und ich weiß nicht, ob ich mir das alles vorschreiben lassen möchte oder sowas. Das ist alles so, ich weiß nicht, man kann doch. Ich sag mal, man muss doch miteinander reden. Aber hier ist es tatsächlich so, hier sind die Fronten so verhärtet, dass also die Politik keinerlei Interesse hat. Und das sieht man immer deutlicher hier, tatsächlich für das eigene Volk. Es ist ja auch definiert, das Volk, ja, Ja, einzusetzen. genau. Ja, und ich weiß nicht, in Österreich ist es wahrscheinlich ähnlich. Es ist sehr ähnlich. Ich glaube sogar, dass Österreich hier eine Vorbildwirkung in Europa hat, weil es ja ein kleinerer Staat ist, ein Musterland. Viele Zeitgeistströmungen kommen aus Berlin und auch einige und vielleicht sogar ein bisschen mehr aus Wien. Ja. Jetzt haben sie natürlich ein Problem, die Unterdrücker. Ich bin nicht das, aber ein Flaggschiff, eines der Flaggschiffe der Widerstandsbewegung gegen die Corona-Maßnahmen. Schreibt Bücher wie Krieg der Wählerschaft, wo es um die Unterdrückung der Deutschen geht, das Urverbrechen, Erster Weltkrieg, das Urverbrechen an den Deutschen. Wir haben es ja schon besprochen. Wie passt es damit zusammen, dass ich transident bin, wie manche das nennen, ja? Dass ich als Junge zur Welt gekommen bin und jetzt als Frau lebe? Das verstehen viele nicht. Und ich sage, es passt sehr gut zusammen. Bei Menschen wie mich hat es immer schon gegeben. Und Menschen wie ich zeigen auf, wie in der Gesellschaft mit allen, auch mit Mann und Frau, umgehen und in welchen Zwangskorsetten wir eigentlich drinnen stecken, in welchen sozialen. Ohne dass uns das bewusst ist, wenn wir es von Kindern annehmen. Ich war da ein bisschen anders tickt. Ich bin da durchwegs, hast du ja schon gelesen wahrscheinlich, mit handfesten Argumenten, mit Hooligans, Skinheads und Rockern und Punkern und so weiter
gezogen. Ich war selber Anführer so einer Randgruppe früher. Und das war echt ziemlich eine coole Anarchie. Kraftsportler, ich mache jetzt noch Kraftsport. Ich drücke meine 150 Kilo auf der Bank. Ja. Also es ist jetzt kein Wettbewerb gerade, aber ich möchte nur zeigen, ich vereine das in mir. Und ich glaube, dass es um das im Menschsein geht, dass man die Wesenselemente, die man für sich spürt, dass sie zu einem gehören, dass man die einfach auslebt, dann wird das eine rundere Sache. Und vielleicht stellen wir uns einmal die Frage, was ist ein Gott überhaupt? Ist Gott der Mann mit dem Rauschebart, der auf der Wolke oder am Mond sitzt und da runterschaut? Ist es eine Frau? Ist es überhaupt eine Person? Das sind die Urfragen. Und ich sage, kann gar nicht sein. Ja. Gott ist Licht, Geist und Liebe. Das ist eine Aussage aus dem Neuen Testament sogar. Es gibt die quantenphysikalische Aussage von Einstein, dass die einzige Realität das Feld ist, nämlich das Quantenfeld. Viele nennen es das Nullpunktfeld, wo nur die kohärentes Licht, also Licht vorherrscht, das keinen Schatten hat. Was hat Jesus gesagt? Gott ist Licht, wo kein Schatten ist. Ja. Also wir haben die völlige Übereinstimmung. Und wenn Gott jetzt kein Wesen ist, das da irgendwo runterschaut und über uns urteilt, dagegen, genau gegen dieses idiotische Bild hat sich die Wissenschaft ja aufgelehnt. Nur das hat zu was geführt, dass weniger Leute in der Kirche waren, irgendwie berechtigt. Aber dann war die Frage verschüttet nach dem, was Gott wirklich ist. Und die Wissenschaft hat nicht, also die Wissenschaft gibt es ja nicht, aber gerade Einstein zum Beispiel und andere, die waren alles andere als antispirituell. Ja? Sondern die haben gesagt, hey, das ist was anderes. Und da muss man jetzt hinschauen und nicht kippen vom Personenglauben in einen Personengottglauben in eine völlige Negierung spiritueller Grundsätze, weil das hat uns genau dorthin geführt, wo wir bei Covid sind. Das ist eine gottlose Regierung, gottlose Untertanen sozusagen, ja, unterwürfig. Vielleicht schauen wir da drauf, dass Gott Licht, Geist und Liebe ist und ein gewisser Jesus, der ja für Christen angeblich verbindlich ist. Ich bin kein Christin, von dem, wie du eh weißt. Ich kenne überhaupt keine Religion, aber ich habe mir mal studiert, die Quellen, die Christen interessieren könnten. Dieser Jesus hat zu seinen Jüngern und anderen Menschen gesagt: Seid besser als ich. Man soll sich selbst eine Energie geben wie der Allmächtige. Also, das heißt, Gott ist in uns. Wo denn sonst? Gott ist in allen Menschen, in allen Dingen. Das ist das Feld. Das Feld erfährt sich in uns, in unserem Leben, wenn wir im Hier und Jetzt sind. Und das heißt, das ist dieser Prozess. Gott ist die Ur, und darum heißt es ja, Gott ist das Alpha und das Omega, ne? Der Ursprung und die Entwicklung und das, was dabei rauskommt. Also sind wir ein Teil dessen. Also kann es gar nicht sein, dass irgendjemand ein Volk unterdrückt, ganz wurscht, welches es ist. Und jetzt ist es halt die sogenannte weiße Rasse, der es zum Teil berechtigt, leider aber doch, ja, jetzt ans Leder geht. Wer führt denn die meisten Kriege weltweit? Ich denke auf jeden Fall, dass sie damit nicht erfolgreich sein werden. Ja. Denn von dem letzten Video, was wir gemacht haben, da habe ich einen Satz mitgenommen. Das war der Satz, sie werden damit nicht erfolgreich sein, denn in uns steckt ja mehr, als man uns glauben lassen möchte. Wir sind mächtige Wesen. Genau, extrem mächtig gewesen. Wenn wir im Hier und Jetzt sind und realisiert haben, dass wir eine Seele haben, dass wir ein höheres Selbst haben, das uns mit dem Feld verbindet, aus dem wir Kraft schöpfen können, ungefähr so wie in Star Wars, ja, wo er sagt, die Macht ist mit dir und in dir, sie ist die Kraft rundherum. Mystiker spüren das, spirituell lebende Menschen wissen es. Es gibt Menschen, die mit Körperintelligenz so arbeiten, dass kleine Mädchen vier Jungs in Schach halten. Das gibt es alles. Nur die Frage, ob man es zulässt, ja? Ob man es zulassen will. Wir sind mächtig. Und weil wir so mächtig sind, wird dieses ganze, ja, ich will nicht sagen Affentheater, aber wird dieses ganze Schauspiel, genannt Covid, und so weiter aufgezogen. Ja, Weil. ich
denke schon, dass die das natürlich noch weiter treiben. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Affenbocken, Tigermücke und wahrscheinlich auch Elefantentrepper, keine Ahnung, was sonst Genau, noch. aber ich habe ja jetzt gehört, Bananen sollen schützen. Bananen, besonders wenn man sie in die Nase schiebt als Teststück. Super. Ja, Nein, wir dürfen auch wieder lachen. Ja. Das auf jeden Fall. wird wahrscheinlich sicher schlimm, der Herbst. Ja. Ich kann nur jedem sagen, bereitet euch materiell vor und dann bewahrt euch euren deutschen Humor. Ja. Unsere Altvorderen haben bitte echte Kriege gefochten für unsere Freiheit. Die haben echten Schweiß vergossen, echtes Blut, echtes Menschenleben. Alles, was wir tun müssen, ist, den Hausverstand einzuschalten und für uns autonom um unsere Gesundheit zu kümmern und uns nicht irgendeinen Fetzen vors Gesicht hängen zu lassen, der völlig absurd ist und uns die Atemluft nimmt und uns nicht das Blut vergiften zu lassen mit irgendeinem Dreck, von dem nur eine Pharmaindustrie profitieren kann. Das ist das Einzige, was wir tun müssen. Weil wenn wir es nicht tun, dann kommt es zum Impfpass. Und wenn es zum Impfpass kommt, also zum Verpflichtenden, dann verknüpfen die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die Personendaten über die Impfdaten mit den Finanzdaten, beziehungsweise mit dem Zugang zum Bankomaten, mit dem Zugang zum öffentlichen Leben übers Handy. Die haben das alles schon vorbereitet. Also Leute, wollt ihr in Freiheit leben, ja oder nein? Habt ihr Eier in der Hose oder Eiersteck, ganz wurscht, wie sie euch bezeichnen, ja oder nein? Es geht darum, wollt ihr die Freiheit herschenken, ja oder nein? Ich nicht. Darum stehe ich seit, ich stehe nicht auf der Straße, aber darum rede ich auf Demos, darum schreibe ich Bücher, darum halte ich Vorträge und Seminare. Und das ist mein kleiner Beitrag dazu, dass das alles besser werden kann. Und mit Menschen, die das nicht verstehen, um was es jetzt geht, und unter anderem mitmachen will in ihrer Angst. Sie können jetzt dann vielleicht bald nicht mehr so viel Fernsehen wie früher oder sie kriegen ihr Schnitzel nicht mehr am Tisch. Weil sie sagen, Leute, das ist nicht das, worum es im Leben geht. Ja? Es geht um ein bisschen mehr. Sollte Das man denke ich auch. Aber mal. du hast ein gutes Stichwort gesagt. Du hast über Vorträge geredet. Wann kann man dich mal in Deutschland sehen? Gibt es da irgendwelche Termine? Puh, du müsstest noch schauen. Warte mal, wir sind. Irgendwann wie heißt das? Schwarzenbach oder so im Breisgau. Warte mal, schauen wir noch. Ich Ich blende habe das gerne ein. Also dann. noch einen alten Kalender, gell? Okay. Also ich mag das rein elektronisch überhaupt nicht. Nicht nur, weil es nicht blackout-sicher ist, sondern weil ich gerne blättere und dann herumstreiche und was gerne abhake, wenn es erledigt ist. Ja, Okay. es hat schon einen Touch von, wie soll ich sagen, berühren, taktil, analoges Leben. Ja? Was wir hier machen, machen wir ja nur, weil wir so weit voneinander entfernt leben. Das ist das Praktische am Digitalen. Ja? Aber du und ich, so gut wie wir uns jetzt verstehen beim zweiten Video schauen, wir würden wahrscheinlich nebeneinander sitzen und uns lieber bei einem Bier oder bei was ich was miteinander unterhalten. Also wir sind im. Nein, ich finde es jetzt gerade nicht. Oh Nee, ja. ich glaube, im Breisgau habe Ja, ich. Freiburg im Breisgau am 29. Juni. Das ist im Allgäu, ne? Blende ich gerne ein. Wer jetzt also damit 29. Juni. 29. Juni, wer jetzt Ja. also einen Termin mit dir buchen werde, also ich werde dich auf jeden Fall auch besuchen, weil Ich ich freue mich das schon drauf. für wertvoll erachte, was du tust, weil das wichtig ist. Es muss Nachahmer finden, es muss Nein, Menschen geben. nein, 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 bitte, bitte nicht Nachahmer. Es geht um, ich weiß, was du meinst. Wenn wir Seminare machen, dann geht es immer nur unter Anführungszeichen ums Publikum. Kurze Lagebeschreibung, was ist passiert, was kann auf uns zukommen und dann geht es um eine Arbeit, die den meisten so eine Freude macht und die so ein einfaches Werkzeug vermittelt, was sie gar nicht gerechnet haben. Wie sie zu ihrer persönlichen Freiheit finden können. Und die kann bei jedem ganz anders ausschauen. Ich sage niemandem, was er zu tun hat. Nicht aus rechtlichen Gründen, das könnte ich schon aushalten, sondern aus einer
moralisch, ethisch, spirituell oder was weiß ich aus Sicht. Es hat ja jeder seinen persönlichen Freiheitsweg schon in sich drinnen. Auf jeden Fall. Und ich bin auch faul. Ja? Also die müssen, wie wir jetzt nicht pro Publikum 200 Ideen einfallen lassen, was wir tun, sondern nein. Und auch keine kollektive Idee. Nein, den Lösungsansatz hat jeder in sich drinnen. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass die, und das ist auch logisch, dass die beste Antwort auf dieses scheiß zwangskollektivistische System noch Kommunismus, Nationalsozialismus, Turbokapitalismus, Corona-Diktatur, das ist alles Zwangskollektivismus, die Masse verpflichtend. Die Antwort ist die verantwortungsbewusst gelebte Individualität. Das ist die Antwort. Das ist die Kraft, die in uns schlummert. Und genau das spüren die Menschen, wenn sie Menschen wie mich und andere einfach einmal reden hören und sagen, hey, okay, die bittet was Neues. Das ist nichts Neues, das ist was Altes. Das ist uralt. Und das ist so einfach. Es ist ganz, ganz simpel. Und mir geht es nicht darum, da Millionen Seele zu füllen oder irgendwas. Mir geht es darum, um die Menschen, die konkret da sind. Und ob das jetzt das ganze Theater noch einen Monat oder 20 Jahre dauert, sage ich da ganz ehrlich, ist mir scheißegal. Weil ich sowieso, ich halte mich an keine Maßnahme aus, Punkt, fertig. Ja? Ich bin nicht erpressbar. Ich habe sogar meinen Job im Verteidigungsministerium geopfert, unter Anführungszeichen, weil ich gesagt habe, na, es geht ums Leben. Ja? Leben hat den höchsten Stellenwert und nicht der Beruf. Und vor allem, ich lebe jetzt eh meine Berufung, also passt es eh wieder zusammen. Also, auf jeden Fall. Also lange Rede, kurzer Sinn. Sorry, dass ich da jetzt schon wieder zum Flunkern an, also nicht Flunkern, ist ja bei, heißt ja bei euch was anderes. Das ist jetzt schon wieder zum Schwadronieren, zum Quatschen, zum langen Anfang. Ich komme den fort, wenn es ums Thema Freiheit geht, weil das ist mein Thema. Ja. Das sollte auch unser aller Thema sein. Es geht um die gelebte Selbstbestimmung. Und da brauche ich jetzt erst einmal ein Wissen, ein inneres Wissen. Wer bin ich? Selbsterkenntnis, Selbstbefreiung. Das geht meistens Hand in Hand, indem eine kleine Bewusstseinsänderung eintritt. Das ist keine Arbeit, das ist meistens sogar ein spielerischer Vorgang. Und dann die Selbstbestimmung im Alltag. Wir brauchen ein Leben im Außen, die das widerspiegelt, was wir schon drinnen haben. Und dann interessiert uns keine politische Partei mehr. Vielleicht nur mehr am Rande. Dann interessiert uns das Gewäsch in den Nachrichten nicht mehr. Dann gehen wir bereits einen neuen Weg, verstehst? Dann ist alles andere als Show erkannt. Und wenn das ungefähr 10% der Bevölkerung machen, dann kippt es. Und das tut es eh jetzt schon. Es droht jetzt in die falsche Richtung zu kippen. Es könnte so kippen, dass wieder sogenannte Rechtsextreme oder Linksextreme, keine Ahnung, was es alles für Extremismen gibt, also Idioten im Endeffekt, nein, Idioten ist das falsche Wort, hochgradig verwirrte Menschen wieder mit der nächsten Form des Zwangskollektivismus daherkommen. Damit muss endlich Schluss sein. Covid ist der Kulminationspunkt, der endgültige Punkt, jetzt einmal der Scheideweg. Wollen wir uns voll versklaven lassen oder wollen wir unsere Freiheit zurück? Es gibt kaum was dazwischen. Es gibt Leute, die reden von der Parallelgesellschaft. Das ist temporär, ja, aber nicht auf Dauer. Wenn Sie eure Kinder liebt, dann setzt euch für mehr Freiheit ein. Und sicher nicht für eine Parallelgesellschaft. Denn eine Parallelgesellschaft bedeutet gespaltenes Volk, bedeutet schizophrenisierte Gesellschaft. Wir brauchen eine offene, so wie es gehört, wie es einmal war, eine offene, diskussionsbereite und verantwortungsbewusst gelebte Freiheit in der Gesellschaft, das brauchen wir. Und nicht Gruppe A und Gruppe B, die gegeneinander und tiefe Gräben, nein, das braucht man nicht. Das ist zu überwinden. Und das geht im Grunde ganz leicht, wenn das Individuum damit beginnt und nicht auf den Erlöser im Außen wartet. Und auch nicht auf ein Fanal, einen Zeitpunkt wartet, wann sind denn bitte endlich die 10% erreicht? Na, dazu beitragen sie wieder Fantasie, Projektionen in die Zukunft. Es geht darum, jetzt zu erkennen, wir und nur wir können das tun, niemand anderer. Es kommt kein Pfarrer, kein Politiker, kein Rechtsanwalt, die schon gar nicht, die für uns die Probleme lösen werden. Alle die profitieren ja mitunter von der Krise. Richtig. Es geht darum, dass wir in die Gänge kommen, weil wir werden zurückgeworfen auf das Ureigenste in uns selbst, auf unser höheres Selbst. Es gibt draußen niemanden, dem wir vertrauen können. Kaum.
Auch die Demonstrationsbewegungen, die spalten sich jetzt. Sie werden sich so lange spalten, bis sie endlich erkennen, dass sie selbst und nur sie selbst etwas tun können. Und vielleicht ist das das, was ich muss ihn leider oft zitieren, obwohl ich keine Christin bin, oder vielleicht gerade deswegen, weil Jesus war ja auch kein Christ, als er gesagt hat, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Und Schwert bedeutet Wahrheit, Spaltung. Guten ins Töpfchen, schlechten ins Kröpfchen. Vielleicht passiert das jetzt gerade. Auf allen Ebenen, durch die Familie, es muss offensichtlich durch alles durchgehen, auch durch die Widerstandsbewegung. Um endlich herauszufinden, den echten Menschen, den wahren Menschen, und das erkennen immer mehr Leute, und die berühren sich schon nach kurzer Zeit, wenn sie es in die Augen geschaut haben. Ich erlebe das im Alltag auf der Straße, ich erlebe es auf Demonstrationen, ich erlebe es bei Vorträgen, bei Seminaren, bei Buchpräsentationen. Überall finden sich genau die richtigen Menschen. Und das ist das, was Substanz hat. Das ist das, was den Menschen wirklich ausmacht. Das ist viel bodenständiger, viel attraktiver als der Druck auf der Gegenseite. Ja? Diese ewige Angst. Leider, vor was habt ihr Angst? Die Pläne liegen offen. Da braucht die man sagen uns, die sagen uns genau, was sie wo wollen. Die Reise hingeht, ja. Und entweder wir nehmen an oder sagen, nee, vielen Dank, das ist nicht das, was wir haben möchten. Ich möchte gerne doch lieber in die Freiheit. Liebe Monika, vielen herzlichen Dank. Für heute sind wir erstmal am Ende unserer heutigen Sendung. Ich freue mich tierisch auf deinen Vortrag, Workshop in Breisgau. Ich schreibe es hier unten ein. Ja. Danke. Blende ich gerne ein, bedanke mich und bis zum nächsten Mal. Ja, eine Bitte noch. Wenn du kommst und du hast ja vielleicht dort auch Möglichkeit, wenn es gewünscht ist, ich würde dann gern bei einem Lagerfeuer zusammensitzen am Abend. Das machen wir gerne. Einmal den Abend anders ausklingen lassen. Also wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, ich werde das noch unserer Eventmanagerin sagen, fällt mir jetzt gerade ein. Nein, das ist mal beim Kraftsporteln in der Hütte, in der Gartenhaus, da ist die Kraftkammer drinnen. Ich möchte ein Lagerfeuer machen, dass man nachher gemütlich beieinander sitzt und vielleicht so wie unsere Altvorderin kurz einmal beieinander sitzt und in die Flammen starrt, und das wäre schön. Also ich freue mich schon sehr, dich kennenzulernen, persönlich, also von Angesicht zu Angesicht, lieber Thorsten. Es war mir wieder eine Ehre. Vielen Dank. Mir auch. Alles Liebe. Danke.